Zur geplanten Neuauflage des Programms Kultur ans Netz durch das Land Sachsen-Anhalt erklärt Alexander Raue, wirtschaftspolitischer Sprecher der AfD-Landtagsfraktion, das Hilfspaket ist nicht gründlich erarbeitet. Laut Raue führen die ausgezahlten Leistungen bei einem parallelen Bezug von Grundsicherung, Hartz IV, direkt zur Anrechnung, also zu Abzügen. Das insbesondere, weil keine Betriebsausgaben in entsprechender Höhe entgegenstehen, heißt es in einer Pressemitteilung vom 22. Januar. Die AfD verweist auf die FAQ zur Grundsicherung durch ALG. Hier steht, dass Einkommen anzugeben sei. Was anderes als ein Einkommen soll ein Stipendium sein, so Alexander Raue. Fehlende Feedbacks aus den betroffenen Künstlerkreisen sieht die AfD darin begründet, dass diese Fördergelder möglicherweise bislang bei den Jobcentern nicht angegeben worden sind. Die Aussagen der AfD-Fraktion zur Anrechnung des Zuschusses bei der Grundsicherung sind unkorrekt. Für das Förderprogramm Kultur ins Netz gibt es eine wesentliche Voraussetzung. Es muss eine durch die Corona-Pandemie verursachte existenzbedrohliche Lage vorliegen. Zudem muss der Hauptwohnsitz sich in Sachsen-Anhalt befinden. Der Künstler erhält die Möglichkeit, innerhalb von 1 bis 3 Monaten ein selbstgewähltes Projekt umzusetzen. Hierbei können auch Ausgaben entstehen, wie für Leinwand oder Farbe bei einem Maler. Den finanziellen Zuschuss erhält der Künstler zusätzlich zur Grundsicherung. Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt bearbeitet die Anträge des Programms Kultur ans Netz. Auf ihrer Website unter FAQ hat die IB wichtige Fakten zum Programm zusammengestellt. Unter Punkt 2.3 steht, werden die Leistungen für das Arbeitsstipendium im Programm Kultur ins Netz auf Leistungen nach dem SGB II angerechnet? Nein, die Förderung durch dieses Arbeitsstipendium wird nicht auf Leistungen nach dem SGB II angerechnet. Es ist kein Einkommen, welches der Sicherung des Lebensunterhalts dient, sondern eine projektbezogene Förderung, welche dem Unternehmen projektbezogen auf Antrag gewährt wird. Insofern erfolgt keine Anrechnung auf Leistungen, Stützungen nach dem SGB II. Dennoch sind diese Einnahmen steuerbar. Was heißt, Einnahmen sind steuerbar? Diese Forthilfen im Rahmen der Corona-Pandemie sind nicht rückzahlbare Zuschüsse. Steuerrechtlich gelten diese als Betriebseinnahmen. Der Gewinn aber eines Unternehmens, Betriebseinnahmen abzüglich Betriebsausgaben, ist steuerpflichtig. Je nach Höhe des Gewinns abzüglich diverser Freibeträge fällt Einkommens- oder Gewerbesteuer an.